Alles klar, dann geht's jetzt los. Den Anfangswitz lassen wir mal weg. Den haben Sie alle zumindest gesehen. Gefäßchirurgen behandeln Gefäße. Gefäße sind die Blutleiter im menschlichen Körper. Sie sehen das links einmal dargestellt. Und zwar wird hier das Blut mit roten Blutkörperchen, weißen Blutkörperchen, Plättchen durch den ganzen Körper transportiert. Und alle Blutgefäße, egal ob Arterien oder Venen, sind gleich aufgebaut. Die innerste Schicht ist das Endothel. Das ist ganz glatt, sodass sich keine Gerinnsel bilden können. Und danach ist die Gefäßwand, die besteht hier aus glatten sogenannten Muskelzellen, sodass die Gefäße sich zusammenziehen können oder auseinandergehen können. Und wichtig ist, welche Gefäße wir behandeln. Ganz grob gibt es Arterien und Venen. Es gibt auch Lymphgefäße, aber darauf gehe ich heute nicht ein. Arterien sind definitionsgemäß die Gefäße, die das Blut vom Herzen wegtransportieren. Die Arterien werden auch Schlagadern genannt. Die sind relativ dickwandig und im arteriellen System herrscht ein hoher Blutdruck. Sie haben bestimmt bei sich schon mal Blutdruck gemessen. Der sollte bei Ihnen so bei 120 bis 130 mm Hg liegen. Sie sehen das einmal hier dargestellt. Vom Herzen wird das Blut wegtransportiert in den Kopf, in die Arme. Hier geht es runter zur Hauptschlagader, in die Nieren, in den Darm und in die Beine. Die Venen wiederum definitionsgemäß transportieren das Blut zum Herzen hin. Das Blut fließt also über die Arterien in die Kapillaren. Dort wird der Sauerstoff verbraucht, in den Muskeln und Ähnlichem. Und dann wird es in das blaue Gefäßsystem hier gebracht und das Blut fließt zum Herzen hin. In den Venen ist der Blutdruck deutlich niedriger als im arteriellen System und die Wände sind auch nicht so dick. Was macht nun ein Gefäßchirurg oder eine Gefäßchirurgin? Das Fachgebiet der Gefäßchirurgie beschäftigt sich mit allen Gefäßen des Körpers, mit zwei Ausnahmen. Das sind einmal hier die Gefäße im Kopf, die behandeln Neurochirurgen oder Neuroradiologen. Und die Gefäße des Herzens, das ist das Fachgebiet der Kardiologie und der Herzchirurgie. Aber in allen anderen Fällen ist der Gefäßchirurg zuständig. Ich möchte Ihnen erzählen, was für verschiedene Erkrankungen es generell gibt. Hier dargestellt ein normales Gefäß. Gefäße können verletzt werden. Das ist zum Beispiel beim Verkehrsunfall so oder bei einer Messerstichverletzung. Das hat im Grunde zwei Probleme. Sie haben ein Loch im Gefäßsystem und daraus blutet es. Und beispielsweise das Gefäß in der Leiste, da fließen immerhin 0,5 Liter Blut in der Minute durch. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie da ein Loch haben, dass Sie sehr schnell verbluten können. Das heißt, diese Gefäßverletzungen sind absolute Notfälle und hier muss dringlich das Loch gestopft werden. Außerdem kann es zu Durchblutungsstörungen kommen. Nicht ganz so dramatisch, aber viel, viel häufiger sind Einengungen der Gefäße hier einmal dargestellt. Das heißt, es gibt Prozesse in der Wand, die zu einer chronischen Einengung führen und in der Folge fließt weniger Blut, sodass unter Umständen nicht genug Blut weiter unten ankommt. Gefäße können sich aber auch ganz plötzlich verschließen. Das sind oft dramatische Krankheitsbilder. Beispiele sind hier Schlaganfälle. Hierbei kommt es zu einem plötzlichen Verschluss der Hirnarterien oder aber auch Herzinfarkte. Hier kommt es zu einem Verschluss der Herzkranzgefäße. Und auch Gefäßchirurgen behandeln akute Verschlüsse. Da komme ich etwas später zu. Und Gefäße können sich erweitern. Auch das ist eines der Hauptgebiete, auf denen Gefäßchirurgen arbeiten. Eine Gefäßerweiterung nennen wir auch Aneurysma. Die Gefäße werden immer größer und je größer der Durchmesser eines Gefäßes ist, desto höher ist das Risiko, dass es platzt, wie bei so einem Luftballon. Gefäßmediziner, nicht unbedingt Chirurgen, behandeln aber auch andere Krankheitsbilder wie Vaskulitiden. Das sind Entzündungen der Gefäße. Das können kleine Gefäße sein, mittelgroße oder aber auch große Gefäße, auch zum Teil mit dramatischen Verläufen. Ganz selten gibt es Tumore der Gefäße. Und Gefäßchirurgen behandeln auch Folgezustände, zum Beispiel chronische Wunden. Die meisten chronischen Wunden heutzutage sind gefäßbedingt. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass man das rasch abklären sollte. Und Gefäßchirurgen behandeln auch das diabetische Fußsyndrom. Beim Diabetiker kann es zu Gefäßveränderungen kommen, aber auch zu Nervenveränderungen und in der Folge bilden sich Geschwüre aus, die zum Teil schwierig zu behandeln sind. Hier sind sehr häufig Gefäßspezialisten diejenigen, die sich darum kümmern und es adäquat therapieren können. Und der Gefäßchirurg ist für Sie zuständig, wenn Sie eine Blutwäsche, eine Dialyse brauchen. Wir schaffen nämlich dann den Zugang, dass Sie an diese Blutwäschemaschine angeschlossen werden können. Ich möchte anfangen mit den Gefäßverletzungen. Auch wenn das jetzt nicht so häufig ist und Sie dann nichts für können, wenn Sie das haben. Aber das ist etwas, was jeder Gefäßchirurg beherrschen muss.
Die häufigsten Ursachen bei uns in Deutschland sind Verkehrsunfälle, sind Arbeitsunfälle und Sportverletzungen. Schuss- und Stichverletzungen scheinen etwas häufiger zu werden, aber kein Vergleich zum Beispiel mit Dritte-Welt-Ländern. Da ist das wirklich viel, viel häufiger. Und Explosionsverletzungen, haben Sie vielleicht gehört, durch die Bombenattentate oder gerade durch den Krieg in der Ukraine, sind auch lebensgefährlich, vor allem, weil Gefäße in Mitleidenschaft gezogen werden. Und tatsächlich können auch Mediziner, wenn sie über Gefäße Kathetereingriffe machen, hierbei Verletzungen verursachen, die ein Gefäßchirurg dann flicken muss. Und ich möchte Ihnen praktisch zeigen, was ein Gefäßchirurg denn so macht. Tatsächlich ist bei einer Gefäßverletzung das Ziel, das Loch zuzumachen. Tatsächlich ist das gar nicht so schwierig, weil das kann man nähen. Und wir haben sogenannte Nadelhalter. Die rasten so ein und da spannen wir so eine Nadel ein. Die sind immer krumm. Und es ist tatsächlich etwas, was ein Gefäßchirurg hunderte von Malen macht am Tag, wenn er näht. Wir nähen einfach und so können wir die Löcher schließen. Das ist eine absolute Standardtechnik, die ist handwerklich auch tatsächlich nicht so schwierig. Ich habe Ihnen mal zwei Beispiele mitgebracht. Das erste finde ich sehr spektakulär. Sie sehen hier praktisch eine CT-Untersuchung. Das geht heute alles. Sie sehen praktisch hier die Knochen von dieser Person. Und was man sieht, ist hier, das Schlüsselbein ist total kaputt. Sie sehen hier, wie es normalerweise aussieht. Hier ist es kaputt. Und Sie sehen hier, wie die Armarterie kommt. Und hier hört die einfach auf. Und hier geht sie weiter. Das heißt, dieser Patient hat durch einen Verkehrsunfall praktisch seine gesamte Schulter wurde losgerissen. Und dabei ist auch die Arterie kaputt gegangen. Und da muss man natürlich was machen. Das blutet und der Arm hat keine Durchblutung mehr. Und Sie sehen praktisch hier ein Bild aus der Operation. Ich denke mal, das ist auch für einen normalen Zuschauer nicht zu blutig. Sie sehen hier praktisch, wie der Unfallchirurg das Schlüsselbein wiederhergestellt hat mit dieser Platte. Und hier sehen Sie einen Venenbypass, den der Gefäßchirurg angepflanzt hat, um praktisch diesen Defekt zu überbrücken. Die Operation ist gut gelungen, der Patient konnte seinen Arm behalten. Hier sehen Sie ein anderes Beispiel. Das ist ein Sprung aus einer großen Höhe gewesen, der Versuch eines Selbstmordes. Hier sehen Sie wieder die Knochen und hier sehen Sie das Herz und hier die Hauptschlagader. Sie sehen das hier, das sieht zunächst nicht so dramatisch aus, aber wer sich mit gefäßmedizinischen Bildern auskennt, weiß, da stimmt was nicht. Und tatsächlich ist hier die Arterie eingerissen. Das hat sich selbst gestopft, das heißt, wir haben ein bisschen Zeit, Patient blutet nicht, aber irgendwann wird er anfangen zu bluten und dann kommt der Gefäßchirurg und setzt dann von innen so eine Prothese ein. Die bringen wir über die Leiste ein. Das sind solche Dinger hier. Die schieben wir über die Leiste hoch bis in ihre Hauptschlagader und dort platzieren wir die dann. Das ist tatsächlich diese Sache auch eine sehr übersichtliche, nicht allzu komplizierte Operation. Wir stopfen das Loch von innen und damit kann der Patient nicht mehr verbluten. Aber kommen wir nun zu häufigen Dingen. Und das sind Einengungen, die nennen wir im Fachjargon Stenosen. Und die mit Abstand häufigste Ursache für Einengung ist die Gefäßverkalkung, die sogenannte Arteriosklerose. Das ist eine Erkrankung, die beginnt im 20. Lebensalter in der Regel. Und tatsächlich, ich bin 54, ich habe sicherlich Ablagerungen, ich hoffe, sie sind noch nicht so schlimm. Auch meine beiden Mitarbeiterinnen hier sind über 20, auch sie haben schon leichte Läsionen. Es kommt zu Ablagerungen von Fett und anderen Dingen hier in der innersten Gefäßschicht. Sie sehen, hier ist dieses Endothel. Hier kommt es zu Ablagerungen. Und je dicker diese Ablagerung wird, desto enger wird das Gefäß, auch die Oberfläche wird unruhig. Und warum kommt es dazu? Es gibt vier Hauptursachen, hat man herausgefunden, warum es zu solchen Einengungen von Arterien kommt. Mit Abstand, das Wesentlichste ist Rauchen. Hier mein dringender Rat. Sollten Sie rauchen, hören Sie auf. Es dauert 10 Jahre, dann haben Sie den Status eines Nichtrauchers. Rauchen ist mit Abstand die häufigste Ursache. Dann wissen wir, dass erhöhte Blutfettwerte hier eine Riesenrolle spielen. Auch da sollten Sie auf eine gesunde Ernährung achten und gelegentlich mal das Cholesterin bestimmen lassen. Wir wissen, dass ein hoher Blutdruck Gefäßveränderungen macht. Und da wir heute ganz tolle Medikamente haben, um den Blutdruck einzustellen, hier die Empfehlung, lassen Sie den Blutdruck testen und wenn der hoch ist, lassen Sie ihn einstellen. Und wir wissen auch, die Zuckerkrankheit, die halt heutzutage immer mehr zunimmt, verändert auch die Gefäße und macht gefährliche Einengung. Es ist, wie gesagt, eine ganz häufige Sache. Man schätzt, dass ungefähr 20% der über 65-Jährigen in Deutschland unter einer solchen Einengung der Beinarterien zum Beispiel leiden. Die Beschwerden, die diese Einengung macht, hängen davon ab, wo sie sitzt.
Das habe ich hier mal aufgeführt. Wenn die Halsschlagader so eine Einengung macht, haben Sie in der Regel keine Beschwerden. Das Schlimme ist, wenn sie Beschwerden macht, ist das meistens ein Schlaganfall. Das führt dazu, dass man bei bestimmten Personen das einfach mal untersuchen sollte. Das geht wunderbar im Ultraschall. Und bei bestimmten Kriterien empfiehlt man auch, das dann zu behandeln. Aber ich will Ihnen jetzt keine Angst machen. Wenn das keine hochgradige Einengung ist, wird man in der Regel überhaupt nichts machen müssen. Die Armschlagader, das sehen Sie hier, die kann auch eingeengt sein, häufiger links als rechts. Und das führt dazu, dass Sie beim Arbeiten praktisch oder wenn Sie die Hand benutzen, die wird kühl und kraftlos oder kann auch schmerzen. Die Nierenschlagader kann sich einengen, das würde man mit Bluthochdruck merken. Die Nierenfunktion kann sich verschlechtern, die Darmschlagader kann sich einengen, das kann zum Beispiel Schmerzen nach dem Essen machen. Wenn Sie also immer wieder merken, dass Sie nach einer größeren Mahlzeit Bauchweh bekommen, kann das daher kommen. Ganz häufig sind die Einengungen an den Becken- und Beinarterien. Wir reden vom Raucherbein, von der Schaufensterkrankheit. Hier ist es so, dass Schmerzen beim Laufen auftreten oder sogar nachts in Ruhe. Und wenn das fortschreitet, haben Sie Hautveränderungen, da entstehen Geschwüre, abgestorbene Zähne. Das ist dann sehr gefährlich. Ich möchte mal anfangen mit der Halsschlagader. Das ist tatsächlich oft ein Zufallsbefund. Und Sie sehen das hier einmal dargestellt. Die Halsschlagader teilt sich auf. Das ist die gemeinsame Halsschlagader. Die geht in eine für das Hirn und eine fürs Gesicht. Und tatsächlich ist es so, wenn Sie einen drohenden Schlaganfall hatten, so zum Beispiel, dass Sie eine kurze Zeit auf einem Auge nicht sehen konnten oder aber Sprachstörungen hatten oder eine kurzzeitige Halbseitenlähmung, ist der Zeitpunkt gekommen, das zu beseitigen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Der Klassiker ist eine Operation. Und das ist so, Sie klemmen die Gefäße praktisch aus und dann schälen Sie das, was im Gefäß ist, aus. Wir haben da so sogenannte Spatel. Ich wollte Ihnen einen Film dazu zeigen, das klappt leider nicht. Und dann nähen Sie das Gefäß wieder zu. Das ist eine technisch sehr schöne Operation mit exzellenten Ergebnissen. Ich habe Ihnen da auch mal was mitgebracht. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Das ist das Zeug, was wir aus einer Schlagader, aus einer Halsschlagader holen, bevor es Symptome macht. Das ist wirklich gruselig, was ich in den Gefäßen ablagern kann. Und es ist eine wirklich schöne Methode, praktisch das Gefäß wieder in Ordnung zu bringen. Sie können tatsächlich aber auch Stents einbringen in diese Halsschlagader. Ich erkläre Ihnen etwas später, wie das mit den Stents funktioniert. Jetzt käme der Film, den überspringen wir mal. Und jetzt zu etwas wahnsinnig Häufigem, die periphere arterielle Verschlusskrankheit. Ich hatte es Ihnen schon gesagt, es kommt zu Einengungen und vielleicht auch Verschlüssen der Becken- oder Beinarterien. Und die Beschwerden, die Sie haben, sind immer ein Stockwerk tiefer. Das heißt, wenn Sie mir berichten, dass Sie, sagen wir, nach 50 Metern Schmerzen in der Wade haben und dann stehen bleiben und dann wird das besser und dann können Sie wieder 50 Meter laufen, bin ich mir zu 99% sicher, dass Ihre Verschlüsse in der Oberschenkelarterie sitzen. Also immer ein Stockwerk tiefer. Wenn Sie mir erzählen, die Beschwerden sind mehr so im Oberschenkel, dann sitzt das in den Beckenarterien. Wenn Sie sowas haben, das nennt man Schaufensterkrankheit, das kann das Leben sehr, sehr einschränken. Ihr Bein ist, muss man sagen, nicht gefährdet. Da droht jetzt nicht die Amputation. Aber wenn Sie beruflich eingeschränkt sind, Sie sind Postbote, da kann das durchaus sein, dass Sie wegen sowas arbeitsunfähig sind. Wenn die Krankheit fortschreitet, würden Sie einen Ruheschmerz bemerken? Den merken Sie vor allen Dingen nachts, wenn Sie liegen. Und typischerweise würden Sie mir berichten, dass Sie das Bein dann raushängen lassen, dann wird das besser. Und im Endstadium haben Sie tatsächlich einen Gewebeverlust. Ich habe da mal so ein Bild mitgebracht, das ist jetzt nicht so schrecklich. Sie sehen hier praktisch zwischen den beiden Zehen, dass die Haut verändert ist. Das ist etwas, da muss man was machen. Weil wenn man da wartet und zu lang wartet, dann steigt das Risiko, dass Sie am Ende doch den Fuß oder das Bein verlieren. Wie behandeln wir die PAVK? Das Wichtigste, ich hatte Ihnen gesagt, aufhören mit zu rauchen, einstellende Risikofaktoren. Das ist jetzt mal ein Bild, fand ich übrigens sehr amüsant aus meiner alten Stelle. Ich war im UKE. Das ist der Haupteingang, einer der Haupteingänge. Sie sehen hier dieses riesige Nichtrauchenzeichen. Und wenn Sie dann, ich habe das Foto mal herangezoomt, hier hingucken, sehen Sie 50 Kippen. Ja, ich meine, ich bin Gefäßchirurg. Das ist vielleicht die Klientel der Zukunft. Aber ich fand das halt sehr eindrucksvoll. Das mit dem Rauchen ist schwierig.
Dann gibt es Medikamente, die wir regelmäßig geben. Das sind Blutverdünner. Vor allem das Aspirin in einer niedrigen Dosierung gibt man seit Jahrzehnten bei dieser Erkrankung. Und wir wissen, dass tatsächlich die Statine, die Fettsenker, hier eine sehr gute Wirkung haben und ein Fortschreiten der Krankheit verhindern können. Und dann geht es darum, wie rekonstruieren wir Gefäße? Das ist ja das Thema moderne Gefäßchirurgie. Generell können wir auf zwei Wegen Gefäße behandeln. Das ist erstens interventionell, das bedeutet mit Katheterverfahren, geht häufig in lokaler Betäubung, machen auch Radiologen, hier in Altona macht das Professor Fischbach viel, machen auch Angiologen, Gefäßchirurgen, Kardiologen, machen also viele, die sich mit Gefäßen auskennen. Und es gibt Operationen, das obliegt immer dem Gefäßchirurgen und man kann das kombinieren, das nennen wir Hybrideingriffe. Das ist relativ modern. Und damit haben Sie praktisch das Beste aus beiden Welten. Ich möchte Ihnen erklären, wie eine Intervention funktioniert. Das Prinzip ist, Sie gehen in ein Gefäßsystem dort rein, wo es nicht krank ist. Ich habe das hier Fernzugang genannt. Dann ist es so, dass Sie mit Drähten und Kathetern durch diese Läsion durchgehen und dann lösen Sie das Problem. Und ich zeige Ihnen mal, wie das so geht. Wahrscheinlich können Sie es nicht lesen, aber das Prinzip ist immer dasselbe und es ist genial. Das hat ein Schwede 1953 praktisch erfunden. Das ist die sogenannte Seldinger-Technik. Und egal, ob Sie einen Herzkatheter kriegen, einen zentralen Zugang auf der Intensivstation oder ein Gefäßchirurg macht eine Intervention, es ist immer dasselbe. Wir machen den Eingriff in lokaler Betäubung. Dann gehen wir mit so einer Hohlnadel in das Gefäß und wir wissen, dass wir im Gefäß sind, wenn hier Blut rauskommt. Dann legen wir einen Draht ins Gefäß, ziehen diese Hohlnadel raus und über den Draht wird eine Schleuse eingelegt. Und dann sind wir im Gefäß drin und können eine Unmenge an verschiedenen Dingen machen. Und diesen Zugang benutzen halt, wie gesagt, Neuroradiologen, wenn sie einen Schlaganfall behandeln, Kardiologen, wenn sie einen Herzinfarkt behandeln, Gefäßchirurgen, wenn sie Prothesen platzieren. Das ist der absolute Standard. Und hier habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht. Das ist nun ein Patient mit Schaufensterkrankheit. Das ist ein Röntgenbild. Wir haben hier praktisch das Gefäß mit Röntgenstrahlen dargestellt. Der Knochen wird vom Computer weggerechnet, sodass wir wirklich nur das Gefäß sehen. Sie sehen hier diese hochgradige Einengung. Dann sehen Sie hier praktisch, wie der Katheter kommt mit dem Draht. Der geht dann hier vorbei. Dann wird ein Ballon aufgeblasen und drückt praktisch das Gefäßinnere in die Wand. Und hier sehen Sie das Ergebnis nach der Aufdehnung. Das ist ein sehr gutes Ergebnis mit einem minimalen Aufwand. So etwas dauert 30, 40 Minuten und danach können Sie wieder laufen. Genial. Also, was ich Ihnen eben gezeigt habe, nennt man Ballonangioplastie. Kann man sich vorstellen, da ist der Ballon, der drückt das in die Wand. Wir nennen das auch PTA, das heißt percutane transluminale Angioplastie oder POBA, Plain Old Balloon Angioplastie, gibt es verschiedene Namen für. Und es gibt auch tatsächlich super viele verschiedene Ballons in verschiedenen Durchmessern, verschiedenen Längen, mit verschiedenen Drucken. Die sind zum Teil medikamentenbeschichtet. Es ist ein Riesenmarkt mit verschiedenen Dingen. Und wir suchen dann praktisch für jeden Patienten das ideale Werkzeug aus, mit dem wir sie behandeln. Das ist also eine Ballonaufdehnung. Wird in Deutschland täglich, was weiß ich, wie viele tausend Mal gemacht. Und dann haben Sie bestimmt schon mal gehört, kann man Stents implantieren. Sie sehen hier so einen Stent und ich habe Ihnen mal welche mitgebracht. Die finde ich nämlich sehr schön. Hier sehen Sie so einen Stent für die Oberschenkelarterie. Die sind sehr lang und die Stents, schauen Sie mal, sind schön biegbar. Da kann man so Schleifen mitmachen. Das sind wirklich sehr feine Materialien und die bringen wir praktisch über Katheter an den Ort der Läsion und platzieren sie dort. Hier sehen Sie das einmal schematisch dargestellt. Sie sehen hier den Stent auf dem Ballon und der Ballon bläst diesen Stent auf und er bleibt dann da liegen. Diese Stents hier funktionieren ein bisschen anders. Die sind ganz klein in so einer Schleuse. Das sind Memory-Metalle, nennen wir Nitinol, das ist Nickel-Titan-Legierung. Und wenn wir das zurückziehen, gehen die von selber auf. Auch hier entscheiden wir für jeden Patienten, welches ist nun der bessere Stent. Auch da gibt es ganz viele Variationen: medikamentenbeschichtet, heparinbeschichtet, medikamentenfreisetzend, auch ganz, ganz verschiedene. Sie sehen hier einmal praktisch so, es sind ganz viele Stents in einer Oberschenkelarterie von oben nach unten. Hier sehen Sie praktisch, wie Stents überlappen. Insofern gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Dann gibt es Stentprothesen, die wir von innen einbringen können. Das ist, sehen Sie hier im Bild oder auch hier. Das ist so eine Mischung aus einem Stent und einer Gefäßprothese. Und der große Vorteil ist,
Die hier müssen wir immer einoperieren und diese Stent-Prothesen können wir von innen bei Ihnen platzieren. Macht man manchmal bei Einengung, häufiger bei einem anderen Krankheitsbild, was ich Ihnen noch erkläre. Dann haben wir aber auch viele verschiedene operative Möglichkeiten bei so einem Raucherbein. Diese Ausschälung hatte ich Ihnen schon an der Halsschlagader gezeigt, das machen wir ganz häufig auch in der Leiste. Und ein Gefäßchirurg macht häufig Bypasschirurgie. Sie sehen das hier einmal dargestellt, wieder hier der Knochen und hier das Gefäß. Hier sehen Sie die Stents, die verschlossen sind. Und hier sehen Sie einen Bypass, der von der Leiste bis zum Unterschenkel geführt wird. Hier in dem Fall die eigene Vene oder aber ich habe Ihnen hier mal so künstliche Gefäße mitgebracht. Das implantiert ein Chirurg, das ist zum Beispiel so großlumig, da ersetzen wir die Beckenachse mit. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten und tatsächlich muss man immer für jeden einzelnen Patienten überlegen, fahren Sie besser mit einer Operation, was hat die besten Langzeitergebnisse, wie ist das Risiko. Das ist schon sehr individuell, wie wir für Sie praktisch das Therapieprinzip erarbeiten und auch mit Ihnen besprechen. Hier sehen Sie praktisch mal so einen Bypass und in welcher Größe wir uns bewegen. Das ist hier der Anschluss am Unterschenkel. Sie sehen hier mit ganz feinen Gefäßklemmen ist das Gefäß eröffnet. Und hier sehen Sie, wie der Venenbypass aufgebracht ist. Und schauen Sie mal, hier ist ein Lineal. Das hier ist 1 Zentimeter. Das heißt, der Gefäßchirurg montiert quasi ein 4 mm Vene auf ein 2 mm Unterschenkelgefäß, um Ihr Bein zu retten. Und das funktioniert. Und zwar langfristig. Das macht ein Gefäßchirurg. Macht er auch gern. Hybridsaal bedeutet praktisch das Beste aus beiden Welten. Diese Hybridsäle sind insofern besonders. Sie haben einen richtigen OP-Saal unter sterilsten Bedingungen, aber sie haben auch eine Röntgenanlage, wie sie ein Röntgenarzt besitzt. Und damit sind sie in der Lage, hochtechnisiert praktisch solche Eingriffe durchzuführen. Und zum Beispiel können wir so Dinge kombinieren, wo man früher 2 Eingriffe gemacht hat, können wir das jetzt in einem Eingriff machen. Das heißt, für Sie ist der Komfort größer, Sie müssen nur einmal kommen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo wir das einsetzen. Hier sehen Sie mal so ein Beispiel aus dem Hybridsaal. Hier ist ein kompletter Verschluss der Beckenarterie. Wir sind dann hier, Sie sehen mit dem Katheter in die Hauptschlagader gegangen, Sie sehen hier praktisch den Draht. Dann haben wir hier das Gerinnsel rausgeholt, übrig blieb eine Einengung und dann haben wir im Hybrid-OP hier so ein Stent implantiert. Sehr elegant. Ich komme zu anderen Regionen, wo es Durchblutungsstörungen gibt. Ich hatte Ihnen schon gesagt, die Darmarterie kann betroffen sein. Sie würden das merken mit Bauchschmerzen nach dem Essen. Beginnt so nach 20, 30 Minuten und dauert 1 bis 2 Stunden. Das führt dazu, dass Sie schon eine Aversion gegen das Essen kriegen würden. Sie nehmen automatisch kleinere Mahlzeiten zu sich und oft ist auch ein Gewichtsverlust dabei. Und auch hier gibt es operative Behandlungsmethoden und auch interventionelle. Und die Prinzipien, Sie werden es gleich verstehen, sind quasi immer gleich. Wir behandeln nur immer unterschiedliche Gefäßregionen. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht. Sie sehen hier praktisch eine CT-Untersuchung im Seitbild. Das heißt, Sie gucken von der Seite auf den Patienten drauf. Hier ist die Wirbelsäule. Hier sehen Sie die Hauptschlagader. Hier geht der obere Eingeweidestamm ab. Und hier geht die Darmarterie ab, die große. Und hier sehen Sie eine hochgradige Einengung. Und was man hier ganz elegant machen kann, hier kann man über die Leiste, eventuell über den Arm, einen Stent einbringen. Nicht sehr kompliziert und die Beschwerden sind weg. Wenn das aber nicht klappt, weil zu viele Verkalkungen sind oder der Stent ist zugegangen, dann können Sie auch operieren. Hier sehen Sie ein spektakuläres Beispiel. Hier ist praktisch alles zu. Die obere Eingeweidearterie ist zu, der obere Bauchhöhlenstamm ist zu. Und da haben wir praktisch einen Bypass gesetzt von hier oben auf die Eingeweidearterie und hier den oberen Bauchhöhlenstamm draufgepflanzt. Das sind allerdings keine Anfängeroperationen, muss man sagen. Und das sollte auch speziellen Zentren, wie wir es hier in Altona sind, überlassen bleiben. So eine PAVK können ganz, ganz viele behandeln, ist auch richtig so, oft ambulant. Aber solche Erkrankungen hier gehören in spezielle Zentren. Was anderes, was in Zentren gehört, sind zum Beispiel die Bauchaortenaneurysmen. Ich hatte Ihnen schon gesagt, Gefäße können sich erweitern. Und aus irgendeinem Grund erweitert sich fast immer, wenn sich ein Gefäß erweitert, die Bauchschlagader. Sie sehen das hier einmal dargestellt. Hier ist die Hauptschlagader, hier sind die Nierenarterien und hier kann sich das ausdehnen. Wir nennen das
Aortenaneurysma. Ist gar nicht so selten und Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie über 65 sind, zu bestimmten Ärzten zu gehen und sich darauf untersuchen zu lassen, ob Sie das haben. Und ab 5,5 Zentimetern wird generell empfohlen, dass man das ausschaltet und operiert. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ah, da fehlt eine Folie. Ah, ich sage jetzt, was Sie hier sehen würden. Ich hatte Ihnen schon gesagt, das Problem einer solchen Erweiterung ist, dass es platzen kann und das Risiko steigt mit dem Durchmesser an. Und man weiß halt bei der Bauchschlagader, dass ab 5,5 cm das Risiko, dass es platzt, deutlich ansteigt. In dem Moment empfehlen wir dann auch die Operation, weil wenn so eine Bauchschlagader platzt, ist das Risiko, dass sie sterben, 80%. Wenn wir es in Ruhe operieren, haben sie praktisch überhaupt kein Risiko, an dem Eingriff zu sterben. Und wie machen wir das nun? Hier gibt es die offene Operation. Das ist der Standard gewesen bis weit in die 90er Jahre. Tatsächlich über einen Bauchschnitt macht man das und dann näht man, ich hatte es Ihnen schon gezeigt, solche Prothesen ein. Eine sehr sichere OP, mit der man sehr viele Aneurysmen behandeln kann. Aber tatsächlich, heutzutage werden 70-80% der Aneurysmen über die Leisten operiert mit dieser Prothese. Sie sehen hier einmal, wie es dargestellt ist, wenn das platziert ist. Und ich möchte Ihnen dazu mal einen Film zeigen, weil ich halte das für ein wichtiges Krankheitsbild. Und dann einmal hier das Kurzerklärvideo zum Aneurysma. Ist dann mit Ton, ne? Schönen guten Tag. Mein Name ist Axel Larena Avedaneda und ich bin der Chefarzt der Abteilung für Gefäß- und Endovaskuläre Chirurgie in der Asklepios Klinik Altona. Das Thema, um das es heute geht, ist das sogenannte abdominelle Aortenaneurysma. Hierbei handelt es sich um eine Aussackung Ihrer Bauchschlagader, die geht in die Weite. Und das Problem ist, wenn das immer weiter auseinandergeht, dass so etwas platzen kann. Das Typische an solchen Aortenaneurysmen sind, ist, dass in der Regel, wenn sie wachsen, keine Ruhe machen, die Stichung ist nicht einfach. Typische Symptome, die auftreten können, können Bauchschmerzen sein, aber dann ist es schon zu Eisenbahn und Sie sollten sehr rasch die Hilfe aufnehmen. Das bedeutet, dass man stellt man fest, ob man so ein Aneurysma hat. In der Regel ist das ein Zufallsmund und meistens ein Syndromschlagschall oder wenn Sie uns auf einem anderen Zum Beispiel ein CT kriegen. Typische Risikofaktoren sind, dass es ältere Menschen sind, häufiger Männer als Frauen und vor allem Raucher. Das heißt, wenn Sie diese Kombination haben, also älter sind auch rauchen, kann man ein Screening machen, Sie können zum Hausarzt gehen, der macht einen Schlagader und ob man ein Aneurysma macht. Das Gute ist, wenn Aneurysmen noch nicht platzen, kann man die wunderbar behandeln. Das hat man früher meistens an einem Bauchschimmer gemacht. Heutzutage macht man das minimal über die Leisten. Das ist sehr elegant. Ich habe immer so etwas mitgebracht, das ist ein Schleus. Sie sehen, das ist ganz schmal, die kriegen die Leiste, ist sehr hoch. In der Schleuse sind diese Prothesen ganz klein und poppen im Gefäß auf. Und so können wir Aneurysmus heute sehr elegant, minimal invasiv operieren und schon nach kurzer Zeit sind sie wieder nach Hause. Wenn Sie so etwas haben oder den Verdacht haben, können Sie gerne mit der Verbindung sitzen. Unsere Telefonnummer können wir weitermachen. Vielen Dank. Gut, dann machen wir hier wieder weiter. Das Ganze ist inzwischen auch weiter fortgeschritten und wenn man Prothesen weiter oben einsetzt, werden die für Sie angepasst. Die werden praktisch dann für Sie Patienten individuell hergestellt. Das sind dann sogenannte fenestrierte Prothesen, was auch sehr elegant ist, aber das ist schon etwas komplizierter zum Operieren. Und noch etwas Häufiges. Krampfadern. Auch hier ist der Gefäßchirurg zuständig, wobei ich zugeben muss, auch Dermatologen behandeln das sehr kompetent, Allgemeinchirurgen. Aber wie gesagt, Gefäßchirurgen machen das auch. Und das reicht von so Besenreißern, die sind zwar nicht so hübsch, aber harmlos, über sogenannte retikuläre Varizen bis zu Stammvarizen. Das sind diese dicken Würmer unter der Haut. Und das Prinzip bei Krampfadern ist folgendes. Sie haben schon gehört, das Blut wird von den Venen zum Herzen transportiert und das funktioniert mit zwei Tricks. Die Venen haben Klappen, die sind herzwärts gerichtet. Und wenn Sie die Muskelpumpe anspannen, werden die Venen zusammengedrückt und so wird das Blut zum Herzen transportiert. Wenn Sie Krampfadern haben, sind die Venen auseinandergegangen und die Klappen funktionieren nicht mehr. Das heißt, das Blut geht nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Und Sie haben praktisch eine Art Bluthochdruck in den Beinen, der sehr unangenehme Beschwerden machen kann. Das reicht von Schwellungsneigung zu Schmerzen, tatsächlich bis zu Geschwüren.
Und die Behandlung von Krampfadern ist nicht so schwierig. Tatsächlich sollte man immer Kompression machen. Kompressionsstrümpfe gibt es inzwischen auch deutlich eleganter als dieses Modell. Aber das ist praktisch die Basis aller Maßnahmen. Auch wenn Sie zum Beispiel ein Geschwür haben durch eine Venenerkrankung, würden wir als erstes das Bein komprimieren. Aber dann können wir sie auch beseitigen. Man kann das zum Beispiel minimalinvasiv machen mit Lasern oder anderen thermischen Verfahren oder, wie wir es machen, kleben. Und man diese ganz kleinen Äste, die operiert man heraus tatsächlich mit Häkelnadel und Lupenbrille. Das ist ganz elegant. Und in manchen Fällen wird man auch die komplette Vene entfernen. Das heißt, man strippt die, ein Venenstripping, und dann entfernt man die Vene komplett. Es gibt also auch bei Krampfadern ganz verschiedene Verfahren, wie ein Gefäßchirurg Ihnen helfen kann. Und damit bin ich auch bei den chronischen Wunden. Chronische Wunden sind super häufig. In Deutschland haben rund 1 Million Bürgerinnen oder Bürger eine chronische Wunde. Die sind oft schwierig zu behandeln, verursachen immense Kosten. Die Ursachen sind zum Beispiel Druckgeschwüre. Wir nennen das Dekubitalulzera. Häufig ältere Patienten immobil und an den Druckstellen, wie zum Beispiel am Kreuz oder an den Fersen, stirbt die Haut ab. Wenn man zu lange wartet, sind das riesen Flächen, die auch schwierig zu behandeln sind. Dann das Ulcus cruris, das bedeutet, Sie haben ein Geschwür am Unterschenkel oder am Fuß. Hier mit Abstand am häufigsten Krampfadern oder wenn Sie mal eine Thrombose hatten als Ursache, wir nennen das venös, chronisch-venöse Insuffizienz. In 25% der Fälle haben Sie ein Problem der Arterie, das heißt eine Durchblutungsstörung macht den Hautdefekt. Und das können Sie auch gemischt haben. Das heißt also, Sie haben sowohl Einengungen in den Arterien als auch erweiterte oder verschlossene Venen und die sind sehr schwierig zu behandeln. Und dann gibt es das sogenannte diabetische Fußsyndrom oder Malum perforans. Und das entsteht dadurch, dass die Nerven praktisch nicht mehr funktionieren. Die Zuckerkrankheit macht die Nerven kaputt. Damit wird praktisch nicht mehr zurückgespiegelt, ob Schmerzen bestehen, das Fußgewölbe verändert sich und an bestimmten Punkten, das ist zum Beispiel sehr häufig im Bereich des Grundgelenks, der Großzehe, entsteht eine massive Druckbelastung. Für uns ist extrem wichtig zu überlegen, woher kommt diese Wunde, weil wir nur dann die Wunde ordentlich behandeln können und verhindern können, dass sie wiederkommt. Das heißt, wenn Sie eine chronische Wunde haben, und das erklärt auch die Eingangsfrage, müssen Sie die Ursache abklären. Das bedeutet, wenn die Ursache ein Druckgeschwür ist, nehmen Sie den Druck weg. Lagern Sie die Ferse. Vielleicht ein Patient, der sich nicht mehr bewegen kann, muss gewendet werden. Wenn Sie ein venöses Ulkus haben, brauchen Sie Kompression. Wenn es die Arterie die Ursache ist, machen Sie eine Intervention oder einen Bypass. Und bei einem diabetischen Fußsyndrom muss man den Druck auch wegnehmen. Und da muss man zu einem Orthopädieschuhmacher, der die Fußsohle anpasst oder gar einen Schuh für Sie anfertigt. Parallel dazu ist auch eines meiner Lieblingsgebiete, macht man die sogenannte moderne Wundtherapie. Man weiß ungefähr seit den 50er Jahren, dass eine sogenannte feuchte Wundbehandlung viel besser ist als eine trockene Wundbehandlung bei den meisten chronischen Wunden. Und die hat es verschiedene Entwicklungen gegeben mit der sogenannten modernen Wundtherapie. Das bedeutet, man muss die Verbände nicht mehr so oft wechseln. Das bedeutet, dass man weniger Schmerzen hat, die Verbandwechseln tun weniger weh. Und es geht eigentlich auch deutlich schneller, dass die Wunde heilt. Hier gibt es auch viele Pflegekräfte, die sich darum kümmern und die exzellente Wundexperten sind. Etwas, was wir auch bei uns in Altona anbieten, in Form einer Wundsprechstunde. Also ganz wichtig bei einer chronischen Wunde, Ursache herausfinden, lösen und parallel eine adäquate moderne Wundtherapie einleiten. Damit bin ich auch schon bei der Blutwäsche, bei der Dialyse. Wie gesagt, dafür sind auch Gefäßchirurgen zuständig. Sie haben das bestimmt schon mal gehört, wenn Ihre Niere nicht mehr funktioniert, passiert Folgendes, Sie haben bestimmte Gifte, die nicht mehr ausgeschieden werden, aber möglicherweise auch können Sie keine Flüssigkeit mehr ausscheiden. Und dann kommt es zum Einsatz der künstlichen Niere, der Dialyse. Tatsächlich kann die Funktion der Niere komplett übernommen werden und Sie sehen, dass es auch häufig in Deutschland brauchen 90.000 Patienten eine regelmäßige Dialyse, Tendenz steigend, weil durch die Zuckerkrankheit auch die Nieren oft angegriffen sind und deswegen rechnen wir damit, dass es mehr Dialysepatienten gibt. Das ist so eine künstliche Niere
Und das ist praktisch hier der Arm vom Patienten. Und das Prinzip ist, dass das Blut quasi einmal durch diese künstliche Niere läuft. Dazu muss natürlich eine Menge Blut dem Körper zunächst entzogen und auch wieder gegeben werden. Sie sehen das hier. Aus dieser AV-Fistel, ich sage Ihnen gleich, was das ist, wird Blut entnommen. Das geht hier in diese Dialysemaschine. So sieht die aus. Das ist hier einfach nochmal exemplarisch dargestellt. Sie haben hier eine Dialyseflüssigkeit und durch diese Membran werden diese Gifte entsorgt. Und das gewaschene Blut wird dann hier wieder in den Körper gegeben. Wie können wir helfen? Wenn Sie schnell eine Dialyse brauchen, dann brauchen Sie sowas hier. Das ist ein Dialysekatheter. Der wird praktisch im Herzen, hier im Vorhof platziert, und zwar in der Regel hier oder über den Hals. Und dann passiert genau das, was Sie eben am Arm gesehen haben. Über den einen Schenkel wird das Blut ausgesogen, dann kommt es in die Dialysemaschine und über den anderen Schenkel wird es gegeben. Es ist ein sogenannter Demaskatheter, machen wir häufig. Der ist allerdings eigentlich nur dazu gedacht, das eine Zeit lang zu überbrücken, weil das sind so Plastikdinger, die können verrutschen, die können sich infizieren. Da möchte man lieber andere Lösungen haben. Und hier kommt der Gefäßchirurg noch mehr ins Spiel. Das sind die sogenannten arteriovenösen Kurzschlüsse oder Fisteln. Das sieht dann so aus, dass wir praktisch eine Vene am Arm, sehen Sie hier, so die Vena cephalica, die wird praktisch auf die Unterarmarterie gepflanzt. Das ist eine sehr elegante OP. Über einen ganz kleinen Schnitt wird das praktisch hier rübergezogen. Das führt dann dazu, dass das Blut nicht nur in die Hand, sondern auch schnell über die Vene abfließt. Und die Vene verändert sich so ein bisschen, die Wand wird dicker und schon nach 5 Wochen können Sie diese Kurzschlussvene benutzen, um die künstliche Blutwäsche zu machen. Sie haben ein viel geringeres Risiko einer Infektion als mit so einem Plastikkatheter. Das ist etwas, was Gefäßchirurgen viel machen. Hier gibt es so ein paar Neuigkeiten. Manche sagen, dass er mit so einem Käfig die Langzeitergebnisse verbessert. Ich will Ihnen einfach zeigen, in der Gefäßchirurgie gibt es immer irgendwas Neues oder aber auch relativ neu. Dass hier, dass man das endovaskulär macht, das heißt, man geht von weiter unten oder weiter oben hin und macht dann den Kurzschluss hier in der Ellenbeuge. Das sind Verfahren, die gibt es seit ungefähr 4-5 Jahren. Man muss halt immer auch hier überlegen, welches Verfahren ist das Beste für Sie. Bei dem Verfahren zum Beispiel müssen oft tiefe Venen verschlossen werden, was vielleicht langzeitmäßig Probleme macht. Ich bin bald am Ende. Ich rede noch ein bisschen über akute Gefäßverschlüsse. Ich hatte es Ihnen schon gesagt, das macht Schlaganfälle, Herzinfälle, Herzinfarkte, Darminfarkte, Extremitäten. Oder aber auch, die Zeit reicht ja nicht für alles, ein akuter Verschluss passiert auch, wenn Sie das in der Vene haben, die Venenthrombose. Da könnte ich 5 Stunden drüber reden, mache ich heute aber nicht. Vielleicht gibt es nächstes Jahr ein Webinar zur Vene. Ich möchte Ihnen nur kurz mal zeigen, so einen arteriellen Gefäßverschluss. Das ist aus der Ruhe heraus, haben Sie plötzlich heftigste Schmerzen im Bein. Sie haben auch beim Vollbild, können Sie den Fuß nicht mehr bewegen oder haben Gefühlsstörungen. Das ist ein absoluter Notfall, weil innerhalb von 6 Stunden muss Blut ins Bein kommen, sonst ist das Bein irreparabel geschädigt und im schlimmsten Fall sogar lebensgefährlich, weil wenn Sie dann wieder Blut reinbringen, die ganzen Zellgifte zum Herzen kommen, kann Herzstörungen machen. Das heißt, Sie müssen da rasend schnell sein. Das ist auch das, was ein Gefäßchirurg so sein tägliches Brot hat. Heute hatten wir wieder einen akuten arteriellen Verschluss, der tagsüber kam. Und ich wollte Ihnen nur mal sagen, wie das geht. Das Gerinnsel müssen wir loswerden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es geht minimalinvasiv tatsächlich auch zum Teil. Da haben wir Katheter, damit können wir den Thrombus absaugen. Wenn wir etwas Zeit haben, können wir diese Gerinnsel auch auflösen. Das nennen wir Lyse. Das bedeutet, wir legen einen Katheter minimalinvasiv ein, geben dann relativ aggressive Medikamente, die das auflösen. Das dauert so 12 Stunden. Das geht also nicht, wenn der Fuß sich nicht mehr bewegen kann, aber bei bestimmten Situationen ist es ein wunderbares Mittel, gerade wenn kleine Gefäße betroffen sind. Und wir können es aber auch operieren, zum Beispiel mit einer sogenannten Embolektomie. Das bedeutet, dass Sie praktisch so einen Ballonkatheter haben. Mit dem gehen Sie praktisch durch das Gerinnsel durch. Dann blasen Sie diesen Ballonkatheter auf und ziehen das Gerinnsel heraus. Eine ganz elegante Methode, geht rasend schnell. Und damit haben Sie auch hier dieses Problem gelöst. Das nennen wir Fogarty-Embolektomie nach seinem Erfinder Thomas Fogarty. Gut, ein Ritt durch die Gefäßchirurgie. Ich wollte Ihnen einfach erzählen, was wir hier so machen. Also der Gefäßchirurg, die Gefäßchirurgen behandelt alle Erkrankungen der Arterien und Venen.
mit Ausnahme von innerhalb vom Kopf und vom Herzen. Und was wir da abdecken, sind wirklich häufige Krankheitsbilder, wie das Raucherbein, wie Aortenaneurysmen. Haben viele Leute gehabt. Albert Einstein ist an einem Aortenaneurysma gestorben. Unser ehemaliger Bundespräsident Rau hatte das. Also es ist nicht selten. Thrombosen sind häufig. Einer von 1000 kriegt das. Varizen sind sehr häufig. Die Varizen-OP ist übrigens die häufigste in Deutschland durchgeführte Gefäß-OP. Gefäßchirurgen, Augen auf bei der Berufswahl, haben viele Notfälle, die uns die Nächte kosten. Aber wir machen es gern. Und wie Sie gesehen haben, es gibt zahlreiche Methoden, die sich ergänzen. Wir haben katheterbasierte Methoden, das beherrschen Gefäßchirurgen und auch andere Fachdisziplinen. Wir haben operative Verfahren, das ergänzt sich super. Ich habe das hier mal dargestellt. Moderne Gefäßmedizin sind tolle Medikamente, dann Verfahren über Katheter und offen chirurgisch. Das ist das, was ein Gefäßchirurg heutzutage abdeckt. Aber wir behandeln auch chronische Wunden. Das machen wir mit viel Herzblut. Wir legen Zugänge für die Dialyse. Und es gibt auch seltene Erkrankungen, die wir behandeln. Und das werde ich bei, das können Sie als YouTube-Video sich dann vielleicht als Bild stehen lassen. Oder ich hatte schon besprochen, das wird hingelegt. Tatsächlich haben wir in den Webinaren schon die verschiedenen Krankheitsbilder ausführlich abgedeckt. Zum Beispiel die chronischen Wunden habe ich ein Video gemacht. Meine Oberärztin Frau Sonnemann hat ein Webinar zur Hauptschlagader gemacht. Das Video hier hatte ich Ihnen gezeigt. Auch zur Darmdurchblutungsstörung ein Webinar und ein Experteninterview. Wenn Sie Lust und Zeit haben, schauen Sie sich das an. Wenn nicht, auch gut. Aber es ist im Internet, es läuft nicht weg. Und damit bin ich am Ende für heute. Falls Sie gefäßchirurgische Hilfe benötigen, wir haben eine Sprechstunde mehrfach in der Woche. Hier wäre die Telefonnummer, da können Sie sich gerne einen Termin holen. Und jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ich Ihre Fragen beantworten kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So im Chat. Okay. Gut. Die Frage lautet, dass bei einem Patienten aufgrund einer Rippensehnenfraktur eine Erweiterung der Aorta ascendens festgestellt wurde auf 44 mm und es wird eine Kontrolle empfohlen. Tatsächlich sollte man das kontrollieren. Die Aorta ascendens wird bei einem Patienten, der sonst keine Grunderkrankung hat, wie eine seltene genetische Erkrankung, ab wie ein Aortenaneurysma des Bauches ab 55 mm operiert. Macht tatsächlich meist der Herzchirurg. Das ist noch eine Domäne der offenen Chirurgie. Und die Kontrolle kann im CT durchgeführt werden. Man kann das Gefäß gegebenenfalls aber auch im Herzecho, allerdings dann ist es transösophageal, das heißt, Sie müssen die Sonde schlucken, was nicht sehr schön ist, kann man dann auch kontrollieren. Kann auch der Internist, also ein Kardiologe, kennt das Krankheitsbild und kann es auch kontrollieren, weil ich persönlich die Bildgebung im CT als Gefäßchirurg natürlich besser beurteilen kann. Also sehr sinnvoll, das zu kontrollieren und regelmäßig. Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage damit beantworten. Haben Sie weitere Fragen? Ja. Die Frage ist, jemand hat vom Stehen den ganzen Tag sehr viele Krampfadern mit kleinen Äderchen. Wann ist es sinnvoll, diese zu behandeln? Also diese kleinen Äderchen kann man behandeln, das kann man in der Regel auch gut sklerosieren. Sie brauchen es aber nicht. Die sind nicht gefährlich. Frauen lassen die gerne behandeln, weil sie dann wieder Röcke tragen können und macht man ambulant, indem man da zum Beispiel Alkohol reinspritzt. Was man aber machen sollte, ist einmal eine Ultraschalluntersuchung, um zu gucken, ob die Ursache vielleicht die innere Vene ist, die sogenannte Stammvene, weil wenn die nicht in Ordnung ist, dann kann man die behandeln, zum Beispiel operieren. Oder aber auch praktisch von innen veröden mit dem Laser oder wie auch immer, weil dann gibt es nicht, dann schreitet das nicht fort. Also ich würde die Empfehlung aussprechen, lass dies mal von einem Spezialisten im Ultraschall angucken. Was auch hilft, gerade im stehenden Beruf, sind Kompressionsstrümpfe. Das heißt also, wenn Sie wissen, dass die viel stehen, tragen Sie Kompressionsstrümpfe
Oberschenkel ist natürlich ein bisschen lästig, aber wenn es am Unterschenkel ist, reichen auch Unterschenkelkompressionsstrümpfe, sehr, sehr hilfreich. Und gerade wenn man steht, wir sagen immer, die Els soll man machen, also liegen und laufen und sitzen und stehen vermeiden, das geht halt nicht immer. Also insofern kann man behandeln, aber wenn es nur kleine Äderchen sind, muss man es nicht. Ist nur nicht so hübsch. Okay, offenbar konnte ich die Frage beantworten. Okay, dann würde ich sagen, sind wir hier am Ende vom heutigen Tag. Wenn Sie kurz nach dem Ausschalten noch eine Frage haben, die Telefonnummer haben Sie ja gesehen. Unser Sekretariat ist besetzt von morgens 7:30 bis 16:00, am Freitag bis 12:00. Und ich habe auch eine E-Mail-Adresse, Sie können mich auch anschreiben, a.larena@asklepios.com. Auch dort kann ich ganz unverbindlich oder verbindlich Fragen beantworten und würde mich freuen. Mein nächstes Webinar ist im September, da rede ich über Gefäßverkalkung, wenn wir uns da wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.